Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge von TSW2. Ihr habt richtig gehört. Ich schwelge mal in Erinnerungen und wir gehen einfach jetzt mal hier auf die Signalbrücke. So. Und gucken uns unseren Zug an, wie der dann da losbraust. So, ein paar Minuten haben wir ja noch. So, Türen sind noch offen. Wir fahren von Siegen nach Köln Hauptbahnhof. Und werden unser Bestes geben, dass die Passagiere gut da ankommen. Wenn euch unsere Folgen gefallen, dann drückt doch bitte auf die Glocke. Daumen hoch wäre auch nett. Wenn euch das gefällt, ein positiver oder negativer Kommentar ist natürlich auch erwünscht. Sonst wissen wir ja nicht, ob das okay ist, was wir für einen Blödsinn hier verzapfen. Wir antworten auf alles. Es kann schon mal 1, 2 Tage oder vielleicht auch 3 Tage dauern. Es kommt immer auf die Zeit drauf an. Aber es wird eigentlich alles beantwortet. So, schließen wir schon mal die Türen. Und gucken uns unseren Zug an, gucken uns ein bisschen hier uns die Stadt an. So, hier sind auch noch ein paar Häuser. So, wir stehen auf der Signalbrücke. So, geben schon mal so ein bisschen Stoff, damit er losfährt. Sind zwar ein paar Sekunden zu früh, aber wer jetzt noch nicht eingestiegen ist, braucht auch nicht mehr einsteigen. So. Da sehen wir unseren Zug kommen. Ich würde ja winken, aber ich sitze ja gerade nicht drin. So, wir fahren in einer Doppeltraktion. So, jetzt können wir uns ja mal drehen und gucken mal unserem Zug hinterher. So. Schlängelt er sich. So, setzen wir uns mal wieder in den Zug, damit er ein bisschen Scheibenwischer anmachen. So, ein bisschen Stoff geben. Ein bisschen weniger, wir sind sonst ein bisschen schnell. Sonnenschein und Regen. Das ist das gleiche Wetter, was wir heute auch haben bei uns hier. Nur, dass es bei uns ein bisschen mehr los ist, weil sie das Bahnhäuschen und den Bahnsteig weggerissen haben. Die werden jetzt auf unserer Strecke hier alle so ein bisschen angeglichen, die Bahnhöfe und die Bahnsteige. Und da kommt schon wieder eine Nachricht übers Handy rein. Und daher ist es halt bei uns ein bisschen, wie soll ich sagen, nachts laut, weil sie nachts arbeiten. Minute haben wir ja noch. So, schauen wir mal. So ungefähr sieht es bei uns auch aus, nur dass kein Bahnsteig mehr da ist und Schienenersatzverkehr da ist. So, wir stehen, noch nicht ganz, aber fast. So, Türen öffnen.
Hier brauchen sie halt ein bisschen länger zum Einsteigen, aber das macht nichts. So, Signale sind alle grün. Können ja mal draußen schauen gehen. Da sind ja die guten Leute. Aber steigen die auch bei uns ein? Naja, ein paar sind, glaube ich, eingestiegen, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber gucken wir einfach mal. Da sitzt einer, ja, da sind welche eingestiegen. Kein Ding. So. Noch ein Momentchen warten. So, Türen schließen. So. Und weiter geht's. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen größere Strecke. Und jetzt müssen wir 7 Kilometer fahren. Aber das ist ja auch nicht so tragisch. So, steigen wir schnell wieder ein, sonst wären wir vielleicht zu nass draußen. So, wir können auch schon ziemlich Stoff geben. Wir müssen nämlich in 5,5 Minuten in 7 Kilometer entfernten Stolberg sein. Aber bis unser Zug erstmal auf Touren kommt, dauert natürlich auch ein Weilchen, aber wir sind ja schon bei 100. Ach, 95 sind wir, ja. Dann steht noch ein Hamsterbacke. So, schauen wir mal weiter. So. Ist erlaubt, 140 kommen gleich. Noch 6,4 Kilometer. Dann können wir noch ein bisschen mehr Stoff geben. Können ja mal draußen gucken. Oh, wir rasen ganz schön an da vorbei. Freie Fahrt für freie Züge oder wie ist das? Nein. Ja, ein bisschen Stoff geben, weil wir berghoch müssen. So, wir haben noch 4 Minuten für 5 Kilometer. Da sind nur noch 4,8. So, wir halten noch nicht an jedem kleinen Bahnhof. Wie gesagt, ich wollte mal in Nostalgie schwelgen und mal wieder TSW2 mit einer alten Linie fahren. Wenn euch unsere Folgen gefallen, dann drückt doch bitte auf die Glocke. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einen Daumen hoch da lassen. Einen positiven oder negativen Kommentar sind alle erwünscht, weil wenn wir hier was erzählen, was nicht so der Wahrheit entspricht, also nicht lügen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir sind da und da und es stimmt nicht, könnt ihr uns ruhig korrigieren. Ich habe nämlich jetzt für Transportfieber 2 eine Mod-Vorstellung gemacht über eine Straßenbahn und habe dann von jemandem, der wohl in dieser Ecke da wohnt, erfahren, dass es die Straßenbahn, so wie sie in dieser Mod-Vorstellung erklärt ist, oder auch wie der Modder das geschrieben hat, gar nicht in dem Gebiet so fährt. Das kann natürlich auch passieren. Weil ich verlasse mich ja dann auch auf die Infos vom Modder, der die Mod dann macht. Und wenn der mir sagt, die Straßenbahn fährt da und da, dann muss ich ja davon ausgehen, dass das auch so ungefähr stimmt. Aber wie gesagt, dann hat ein Zuschauer mir geschrieben, dass die Straßenbahn so in diesem Verkehrsverbund gar nicht gibt.
400 Meter noch. Ein bisschen zu früh gehalten. So, Tür auf. So, lassen wir die Leute einsteigen. Wir haben ein bisschen zu früh gehalten, aber passiert halt auch schon mal. Und ich steige ja hier auch aus und gucken wir dann mal. So, die ist gelöst. Sand brauchen wir nicht. So, 31 müssen wir wieder losfahren. Ich weiß, ich habe ein bisschen früh gehalten, aber der Zug steht am Bahnsteig, auch der hintere Teil. Ich glaube, hinten fehlt eine Tür, aber sonst müsste es passen. Noch ein Momentchen. Aber wie gesagt, guckt euch das an. Regen und Sonne am Himmel. Also es sieht ja eigentlich da oben ziemlich gut aus mit ein paar Wolken. So, jetzt müssen wir langsam gleich mal die Türen schließen. So. Die gehen nämlich an dem anderen Bahnsteig daher. So, fahren wir schon mal langsam los. So. Ich will mal gucken, mein Computer hat jetzt 38 Grad hier im Spiel. Also für das Spielen ist es ziemlich niedrig, 38 Grad. Und läuft auf 5,1 GHz. Naja, geht doch. So, dann wollen wir mal zum nächsten Ort. Nach Eschweiler. Und dann mal versuchen, da besser zu halten. Ich hoffe nicht, dass sich jetzt einer beschwert, dass er nicht einsteigen konnte. Oh, da kommt uns ein Zug entgegen. Auch eine Doppeltraktion. Leichte rechts, ich bin zu schnell. Leichte Rechtskurve. 1,6 Kilometer noch. 1,5 Minuten haben wir Zeit. So. Zwei noch. Lassen wir noch ein bisschen rollen. Ja. Alles auf grün. Ein bisschen Gefälle ist auch drin. Ja, passt schon.
Instrumente alles okay? So. 300 Meter noch. Passt schon. Türen auf. So. Schauen wir mal. Naja, so viele sind nicht am Bahnsteig. Was steht da? Ah, es ist 11.35 Uhr. 10.35 Uhr die RE9 nach Gießen. Okay. Aber die sind wir ja nicht. Steht an der Seite aber auch gar nichts dran, was wir sind, ne? Nee, steht gar nichts dran. Okay. Tür schließen. So, und dann weiter zum nächsten Ziel. Langerwehe fahren wir jetzt. 9.40 Uhr müssen wir da sein, in 5 Minuten. Wie gesagt, die Folge dauert über 50 Minuten und ich habe gedacht, wir machen bei der Hälfte mal einen Schnitt und schauen dann mal weiter. So. 110 ist, glaube ich, erlaubt. Es geht auch ein bisschen Gefälle. So, was haben wir denn? 9.35 Uhr, 9.36 Uhr gleich. Gut, im Realleben sind wir schon mal 3 Stunden weiter, 4 sogar. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin der singende Lokführer. Gute 3 Minuten haben wir noch. Wir dürfen aber bis 100, was ist das, 60? 150 ungefähr, ne, 155 dürfen wir beschleunigen. 160 sind sogar. Es regnet ja kaum noch, aber so ein paar Tropfen haben wir noch. So. Na, guck mal, dann wird es wieder ein bisschen mehr. Langsamer werden wieder. Das war in Deutsch. Langsamer, langsamer werden. 2 Minuten haben wir ja noch.
1,6 Kilometer noch. Bis jetzt sind wir ja eigentlich ziemlich pünktlich. Ich hoffe, dass es so bleibt. So. Jetzt müssen wir aber langsam echt mal ein bisschen abbremsen. Jetzt sind wir nur noch 500 Meter. So, und wir stehen. Türen entriegeln, Leute einsteigen lassen. Das wird ein bisschen knapp mit dem Losfahren. 9.39 und 50 Sekunden. Ich habe nur noch, ja, bei der Haltestelle verspäten wir uns halt. Können wir jetzt nicht groß viel dran ändern. Ach Quatsch, was erzähle ich denn da? Es ist ja 41. Wir waren ja erst bei 39. Ich war schon irgendwie viel weiter. Ja, so ist das, wenn man alt wird. So, wir haben ja noch knapp 40 Sekunden bis zum Losfahren. Ich war schon bei, dass wir gleich los müssen. Okay, so, Türen schließen. 9.41 Uhr müssen wir weiter. So, alle Systeme sind wieder da. Weiß oder grün, wie wir das wollen. Langsam ein bisschen losrollen. 5 Sekunden eher macht ja wohl nichts. So, jetzt müssen wir 9 Kilometer Entfernung halten. Also, da haben wir aber dann 8 Minuten für Zeit. Werden wir wohl schon hinkriegen. In Düren halten wir jetzt. So. Ein paar Punkte. Meistens immer, wenn wir in Transportfieber eine Mitfahrt machen. Oh, ich bin viel zu schnell. Steigen wir lieber mal ein. So. Hier ist es dann doch angenehmer drin. Aber wir können das Fenster mal ein bisschen aufmachen.
Geht das überhaupt hier? Geht gar nicht. Die Tür können wir aufmachen. So, hier können wir auch nichts aufmachen. Außer der Tür. Die geht auch nicht. So, und noch 3 Kilometer, 3,5 gleich. So, dann würde ich sagen, dann sind wir in Düren, dann machen wir auch die Halbzeitpause. Und sehen uns dann beim zweiten Teil halt wieder. Sind ja noch 2,7, also 2,6 Kilometer gleich, dann seht ihr. So, wir haben noch knapp 3 Minuten Zeit. So. Müsste man vielleicht schon mal langsam ein bisschen anfangen abzubremsen. Sind nämlich nur noch 1,5 Kilometer. Aber das Ruckeln hat auf jeden Fall von den ersten Folgen nachgelassen mit der anderen Grafikkarte jetzt. Bedanke ich mich auch noch bei den, die mich unterstützt haben bei der neuen Grafikkarte, die eine Spende dagelassen haben. Ich möchte mich auch noch recht herzlich bedanken. Sonst wäre das gar nicht so schnell möglich gewesen, eine neue Grafikkarte zu kaufen. Meinen herzlichen Dank für die Unterstützung. Und wie gesagt, das Ruppeln hat ja jetzt nachgelassen. So, 165, nee, 150 Meter noch. So. Wir stehen, Türen auf. So, Freunde, mit diesen Bildern würde ich mich dann für die erste Folge verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns hoffentlich bei dem zweiten Teil der Fahrt wieder. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Bis demnächst. Bleibt mir gewogen, bleibt gesund. Genießt die Woche. Bald ist Wochenende. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Donny. Also nicht bis zum Wochenende, sondern bis zur nächsten Folge. So, bye bye. Tschüss.